Es läuft gerade eine Aktion auf meinem Instagram-Account und zwar jeder, der mir dort ein Foto schickt, wie er irgendwas von meinem Merch kauft, der hat nämlich die Chance, eine Aufnahme mit mir zu gewinnen und ja, das lohnt sich auf alle Fälle und jetzt let's go mit dem Video. Die Season 3 ist schon seit einigen Tagen draußen und aus diesem Grund habe ich mir mal gedacht, weil ja meine Serie Settings ziemlich gut immer bei euch ankommt, dass ich heute euch mal wieder die besten Controller-Settings in der neuen Season 3 vorstelle. Bleibt wirklich bis zum Schluss dran, denn es sind wieder super krasse Settings für euch dabei und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Finn und auf meinem Kanal findest du wirklich täglich neue Fortnite-Tipps und Tricks, damit du wirklich besser werden kannst. Das heißt, wenn du keine weiteren Tipps und Tricks mehr rund um Fortnite verpassen möchtest und mir zusätzlich bei den 100.000 Abonnenten weiterhelfen möchtest, dann abonniere doch jetzt diesen Kanal und aktiviere ganz wichtig die Glocke. Zudem, falls du dir noch nicht den Battle Pass gekauft hast, kannst du gerne meinen Creator-Code TIMATIC eintragen. Dieser resettet sich jede 2 Wochen. Schau deswegen nochmal nach, ob ich eingetragen bin oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir starten schon mal direkt in die Einstellungen. Noch ein kleines Vorwort und zwar, letztendlich weiß ich, dass jeder seine eigenen Settings finden muss und das Kopieren immer nicht vielleicht die optimalste Variante eben für dich da draußen sein kann. Allerdings denke ich, und ich habe auch viele Anfänger und Fortgeschrittene in meiner Community, die jetzt noch keinen Richtwert haben. Und mir persönlich ging es auch oft ziemlich so, dass ich Settings von Profispielern kopiert habe und diese vielleicht ein bisschen angepasst habe dann noch an mich und dann waren die wirklich ziemlich gut. Und genau das ist auch der Sinn hinter dieser Serie, also dass ihr vielleicht die Settings mal kopiert und da vielleicht noch ein bisschen rumschraubt, je nachdem, ob euch die Sensi ein bisschen zu langsam oder zu schnell ist, dass ihr da noch die Werte anpasst. Aber naja, ich würde schon mal sagen, wir starten schon mal direkt in die Einstellungen. Das ganze Video ist heute speziell für Controller gedacht. Ich kann das Ganze nochmal für PC-Spieler, für Anfänger speziell nochmal machen, fürs Aimen, also ich zum Editieren. Also es gibt 100.000 Möglichkeiten, da noch weitere Videos rauszuhauen. Kommentiert deswegen mal weitere Videoideen zu Settings runter in die Kommentare. Die werde ich dann auf alle Fälle umsetzen. Naja, wie gesagt, zu Controller gibt es heute ein Video, aber man kann ja nicht nur Controller auf Konsolen spielen, sondern halt eben auch auf PC. Und aus diesem Grund muss ich wirklich dazu sagen, seit jeder neuen Season hat man immer so ein bisschen FPS-Performance-Probleme, was weiß ich, weil zum Beispiel neue Effekte dazu gekommen sind, neue Städte oder was weiß ich. Und dann kann es sein, dass die FPS manchmal ein bisschen droppen, bei der neuen Season natürlich. Und aus diesem Grund kann ich dir empfehlen, nochmal die ganzen Grafikqualitätseinstellungen bei dir abzuchecken. Falls diese irgendwie auf Höchsteinstellungen gesetzt sind oder was weiß ich, stell sie einfach mal nochmal runter. Das bringt auf jeden Fall richtig, richtig viel und ich denke, dann werden deine FPS auch nicht mehr so krass droppen. Du kannst außerdem bei der 3D-Auflösung auch den Wert ein wenig runterstellen, das hilft schon echt ungemein. Also ich kann dir empfehlen, vielleicht einen Wert von 95% bis 90% ausgewählt zu haben. Das hilft dir auf jeden Fall, deine Performance letztendlich zu verbessern. Bei diesen Grafikoptionen, was die Farbenblindheit und so angeht, habe ich noch keinen guten Wert gefunden, weil einfach die Farbenblindheit seit einigen Seasons jetzt nicht mehr so relevant ist, aber ich kann da vielleicht auch nochmal recherchieren, ob es da irgendwas Gutes gibt, dann lade ich dazu auch nochmal ein Video hoch. Und hier unten ist es ganz wichtig, auch die Bewegungsunschärfe, das können auch die Konsolenspieler deaktivieren, einfach ganz wichtig deaktivieren, hilft wirklich weiter. Naja, ich möchte mich jetzt hier nicht so lange bei den Grafikeinstellungen aufhalten, denn es geht direkt mal weiter mit den Bewegungseinstellungen und hier kann ich dir wirklich empfehlen, diese Türen automatisch öffnen, Einstellung zu deaktivieren. Das ist wirklich ziemlich wichtig. Ich hatte ja mal vor paar Seasons erwähnt, dass es recht sinnvoll sein kann, auch diese Funktion bzw. diese Einstellung aktiviert zu haben. Das Problem dabei ist, dass man letztendlich dann auch vor allem in Baufights oder so recht wenig Chancen hat, weil die Tür dann automatisch öffnet. Du kannst dir diese Tür nicht mehr als Vorteil nutzen und deswegen kann ich dir empfehlen, diese Einstellung zu deaktivieren. Ist wirklich ziemlich wichtig. Ja, und zu diesen ganzen Einstellungen, da habe ich schon ganz viele Videos hochgeladen und diese erklärt. Deswegen machen wir schon mal direkt weiter. Und zwar mit der HUD-Größe empfehle ich dir, auf einen Wert zwischen 60% bis 80% zu stellen. Ich habe sie meistens so auf 75%, ist wirklich ziemlich hilfreich, denn wenn sie auf 100% ist, ist die einfach viel zu groß. Also ich habe das schon gemerkt, da ist sie einfach viel zu groß und versperrt dir halt auch einfach ein bisschen Blick. Deswegen stell sie ein wenig runter und ja, das sollte auf jeden Fall dann ausgehen. Die Mausempfindlichkeit überspringen wir heute, einfach aus dem Grund, weil das Video ja heute für Controller-Spieler ausgerichtet ist. Deswegen machen wir schon mal direkt mit der Controller-Steuerung weiter. Automatisch laufen, eine super gute Einstellung, aktivieren, ganz, ganz wichtig. Sofort bauen, in Klammern Baumeister Pro, auch auf alle Fälle aktivieren, ist auch wirklich ziemlich wichtig. Vibration habe ich auf ausgestellt, kann ich dir auch empfehlen, auf auszustellen.
stellen, warum. Dazu kann ich dir hier oben ein Video verlinken. Dort bin ich ausführlich auf genau diese Einstellung eingegangen, weshalb diese Einstellung dein Aim schlechter macht. Ist wirklich sehr, sehr informativ geworden. Deswegen stell diese Einstellung auf alle Fälle auf aus. Dann machen wir schon mal direkt weiter. Hier diese Umsehempfindlichkeit bzw. Zielempfindlichkeit ist relativ unwichtig, weil wir ja letztendlich diese fortgeschrittenen Optionen aktiviert haben. Aber ihr könnt diese einfach auf den Wert von 8 stellen. Weiter geht es damit auch schon mit dem Multiplikator für die Empfindlichkeit. Einmal im Baumodus, hier haben wir einen Wert von 2,3. Und im Bearbeitungsmodus, hier haben wir ebenfalls einen Multiplikator von 2,3. Wie gesagt, da kannst du ein bisschen rumschrauben. Für dich einfach letztendlich die beste Einstellung bzw. die beste Sensi finden. Ich werde, denke ich, in dieser Season auch nochmal ein Video, ein Tutorial hochladen, wo ich euch zeige, wie ihr wirklich für euch die beste Sensi finden könnt. Also wie gesagt, aktiv bleiben lohnt sich. Hier findest du wirklich ziemlich kranken und hilfreichen Content auch vor allem. Naja, ich würde mal sagen, wir machen schon mal direkt mit den Umsehempfindlichkeiten im fortgeschrittenen Bereich weiter. Und zwar diese horizontale Umsehgeschwindigkeit kannst du auf 42% stellen, die vertikale Umsehgeschwindigkeit auf einen Wert von 41%. Hier spielt es keine Rolle, ob das jetzt auch 42% ist oder 40%. Letztendlich sind es so minimale Unterschiede, aber ich habe auf jeden Fall viele Spieler, die haben gesagt, dass 41% und 42% hier relativ gut ist. Ihr müsst euch mal reinziehen, das ist eine recht hohe Sensi. Ich kann euch ja auch immer empfehlen, auf dem Controller eine recht hohe Sensi zu haben. Falls euer Aim allerdings schlechter ist, ganz, ganz, ganz wichtig, dann solltet ihr auf jeden Fall eure Zielvisierempfindlichkeit nach unten schrauben. Und wir sehen hier, das Video bzw. diese Settings sind auch vor allem für Anfänger, die vielleicht noch nicht ganz so gut im Aimen sind, ausgelegt. Denn wir können hier schon ganz gut sehen, dass die Zielvisierempfindlichkeit ziemlich niedrig ist. Das heißt, unter dem normalen Bereich, und zwar weit unter dem normalen Bereich, und die ganz normale Umsehgeschwindigkeit weit über, ziemlich weit sogar, ziemlich weit über eben dem ganz normalen Bereich ist. Das können wir hier sehen an dieser grünen Linie. Naja, ihr seht schon, wir haben die ganzen Schübe deaktiviert bzw. auf 0% gesetzt. Und warum, erkläre ich euch jetzt. Und zwar sind diese Einstellungen für linear gedacht. Und wir müssen einfach mal uns überlegen, warum wir überhaupt linear spielen möchten. Natürlich, weil wir einfach direkt die komplette Kontrolle, ich sag mal, über den Stick, über die Bewegung haben wollen. Also die komplett direkte Kontrolle. Das ist wirklich ziemlich wichtig. Und diese haben wir dann wieder nicht, wenn wir halt eben einen Schub aktiviert haben. Dann haben wir nämlich nicht mehr die direkte Kontrolle darüber. Und deswegen würde eigentlich dieser Schub den kompletten Sinn bzw. die ganzen kompletten Vorteile von linear zerstören. Und deswegen kann ich dir empfehlen, wenn du jetzt ein Linearspieler bist, die Schübe auf alle Fälle zu deaktivieren. Und das kommt jetzt nicht nur aus meinem Mund, denn viele, viele Profispieler, die linear verwenden, haben halt eben die ganzen Schübe auf deaktiviert. Ich kenne, glaube ich, keinen Profispieler, vielleicht ein, zwei Profispieler mal, die linear spielen und irgendwie ein bisschen Schub aktiviert haben. Und wenn, dann auch nicht richtig viel. Also ich kann dir einfach empfehlen, das gleich bleiben zu lassen. Naja, wir machen dann auch schon mal direkt mit den Zielvisierempfindlichkeiten weiter. Wie gesagt, einen ziemlich geringen Wert von 10% und 9%. Hier kannst du natürlich auch wieder für dich entscheiden, ob du ein paar Prozente höher haben möchtest oder weniger hoch. Das liegt letztendlich bei dir. Aber die ganzen Schübe im Zielvisier und so weiter und so fort haben wir auch wieder deaktiviert. Das hat nämlich den gleichen Hintergrund wie hier oben. Also würde eigentlich linear zerstören und den Sinn von linear einfach kaputt machen. Widerstand beim Umsehen haben wir ebenfalls auf 0,00 Sekunden gesetzt. Und dieses Eingabeverfahren beim Umsehen halt, wie gesagt, auf linear. Es gäbe noch exponentiell. Ich könnte dazu auch nochmal speziell ein Video machen. Also es gibt so viele Videomöglichkeiten. Da kommt auf jeden Fall in der Zukunft auch noch krasser Stuff. Falls ihr ein Video zu exponentiell haben möchtet, könnt ihr hier oben gerne mal abstimmen. Stimmt auf ja, falls ihr, wie gesagt, ein Settings-Video speziell zu den Exponentiell-Settings sehen möchtet. Und wir machen direkt mal mit der Stärke der Ziele Fassungshilfe weiter. Habe ich auf 100% gesetzt, kann ich euch natürlich auch als Controller-Spieler empfehlen. Ich meine, ist eigentlich relativ dumm, wenn man das nicht als Controller-Spieler macht, aber naja. Bei der Controller-Todzone muss ich wirklich dazu sagen, wenn ihr wirklich Probleme habt, dass sich euer Charakter random dreht, das war bei mir der Fall, dann habe ich die Todzone hochgestellt und es hat auf jeden Fall ziemlich viel gebracht. Ich dachte erst, mein Controller ist kaputt, dem war aber nicht so, ich musste einfach nur die Todzone höher stellen und dann hat sich das Ganze geklärt. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich dachte immer früher, dass mit einer geringen Todzone dir sowas nicht passiert, aber bei mir war genau das Gegenteil der Fall. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen rumprobieren, was für euren Controller wirklich die beste Todzone ist. Viele, viele Profispieler und generell viele Fortnite-Spieler haben so einen Wert zwischen 10% und 15%, also so beide Werte auf 12% sollten eigentlich für den Großteil von euch ausreichen, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr so einen komischen Controller habt wie ich und da solltet ihr dann einen recht hohen Wert oder einen recht niedrigen Wert, wie viele auch behaupten, halt eben einstellen. Also da müsst ihr wirklich für euch ein bisschen rumprobieren. Viele sagen auch, dass die Fuß-Controller-Einstellungen richtig gut sind. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt. Ich habe sie auf ausgestellt. Ich meine, ich sehe jetzt da keinen wirklichen Sinn, diese auf aktiviert zu haben, aber ich kann mich vielleicht da auch nochmal ein bisschen informieren, was das Ganze vielleicht mit dem Aimen auch zu tun hat, weil ich habe wirklich viele Meinungen gehört,
gehört und einige haben auch gesagt, dass es recht gut ist. Aber naja, da werde ich mich auch in der Zukunft auch noch informieren, wenn euch das Ganze auch noch interessiert. Dann machen wir schon mal mit den Soundeinstellungen weiter. Hier gibt es eigentlich nur eine wichtige Einstellung, und zwar Soundeffekte visualisieren. Kann ich euch auch empfehlen, auf alle Fälle zu aktivieren. Weshalb und warum, dazu verlinke ich euch hier oben auch nochmal ein Video. Ist auch wirklich sehr, sehr informativ geworden, speziell eben zu dieser Einstellung. Bei den Lautstärke-Einstellungen letztendlich, Leute, müsst ihr für euch da die angenehmsten Sound-Lautstärken, was weiß ich, herausfinden. Und ja, dann gäbe es halt noch die Controller-Keybinds, aber dazu kommt in der nahen Zukunft auch noch ein Video zu den besten Keybinds zum Editieren. Ich denke, das haben sich auch, glaube ich, viele gewünscht, oder das wünschen sich immer noch viele von euch, und deswegen gehe ich auch eurem Wunsch, was das Ganze angeht, nach. Naja, in diesem Sinne würde ich auch schon sagen, wie gesagt, würde mich unglaublich freuen, wenn du da draußen das nächste Mal in Fortnite meinen Creator-Code Timatic eingeben würdest. Wie gesagt, finanziell supportet mich das Ganze ungemein. Du kannst mir dann sogar auf Instagram, dort heiße ich timatic.official, ein Foto schicken, wie du halt eben meinen Creator-Code eingetragen hast, und ich reposte wirklich jeden, der mir dort ein Foto schickt, mit Verlinkung sogar, also das lohnt sich wirklich für beide Seiten. Mein Kanal, falls ich dich heute unterhalten konnte, falls ich dir weiterhelfen konnte, kannst du natürlich auch nochmal gerne kostenfrei abonnieren. Dieses Video auch ganz wichtig deinen Freunden empfehlen, die vielleicht auch noch auf der Suche nach guten Settings sind, und in diesem Sinne würde ich auch schon sagen, ich glaube, neue Mitglieder sind wir nicht. Falls ein neues Mitglied dazukommt, werde ich dieses natürlich auch am Ende meiner Videos grüßen, und in diesem Sinne würde ich auch schon sagen, haut rein, lass es sein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, ciao, peace. Yeah, sexing with the bill, roses in my wallet, and I'm